So, liebe Zocker und YouTuber, da sind wir wieder in Mad Max. Ja, und gleich beim Einloggen habe ich eine freudige Überraschung erlebt. Die Schrottcrew, die wir in den, weiß ich nicht, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge aufgebaut haben, hat mir doch glatt 311 Schrott beschert, während ich nicht im Spiel war. Das ist doch mal praktisch. Also hat sich quasi schon gelohnt. Ich würde sagen, es geht weiter. Hier, komm rein da. Was haben wir vor? Wir müssen ja eigentlich, ich zeige euch das kurz, wir müssen ja eigentlich da runter, hier zu Monsieur Goudarsch, so nenne ich ihn. Aber hier, guckt mal, was wir da haben. Hier haben wir zum Beispiel, nee, das ist keine Legendenbegegnung. Hier unten, da wollte ich hin. Und zwar nicht den Suchbereich, ich wollte die Ödland-Mission machen. Betritt die Höhle der Menschentreiber. Da müssen wir nämlich für Jeets jemanden befreien und dann kriegen wir, wenn wir das schaffen, unendlich Munition, wie ich das verstanden habe. Da begeben wir uns jetzt hin. Ich würde sagen, so im Großen und Ganzen. Hallo? Kann ich da nicht direkt hinfahren? Egal, wir werden das schon machen. Wir können ja mal vorher hier anhalten. Dann nehmen wir mal kurz den Ballon und dann geht's los. So. Ja, ich weiß, ich kann Rennen fahren, wenn ich möchte. Tralala, obsasa, mache ich jetzt nicht. So, aber ich habe eine verbesserte Harpune, womit man jetzt Räder abreißen kann. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren, wenn wir denn ein Auto finden. Muss ich lang, da lang. Mein Al... Wer kommt am... Moment. Wobei... Wenn der schon hier ist, kann ich ihn auch gleich aus dem Auto rupfen. Aha. So, den lassen wir da liegen, weil ich glaube, Schrott kriegen wir demnächst genug. Ja. Ich bin mir nicht sicher, einer von euch hat gesagt, diese Putzkuhteile, diese Putzkuhleute, die man ja auch bauen kann, diese Station, die würden auch Schrott einsammeln, allerdings von den Autos. Jetzt habe ich den Unterschied noch nicht so ganz verstanden. Zwischen Putzkuh und Schrottkuh. Aber das werdet ihr mir sicherlich noch erklären. Und wenn der hier schon rumsteht, mal ganz ehrlich. Schießt du mal? Ja, bitte. So, komm. Abrupfen. Zack. Jawohl. Wer steht denn da? Wer bist denn du? Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß auch nicht, warum du da rumstehst. Was auch immer. Ich wollte zu dem Ballon. Warte mal, was ist denn das da? Ach, das ist das Ding auf der Anhöhe. Ne, erstmal zum Ballon. So. Und da hab ich mal wieder richtig Lust, hier mal den Dicken zu mimen. Komm, steig mal aus. Ich hoffe, da ist jemand zu Hause. Sieht aber nicht so aus. Sieht nicht so aus. Gibt auch nur 3 Schrott hier angeblich. Na gut, dann halt... Ja, der sieht auch nicht mehr allzu frisch aus da, ne? Gucken wir doch mal hier nicht rein, weil da nichts ist. Dann, da hinten haben wir... Ne, ist auch kein Schrott. Ja. Ey! Summer! 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 Ich glaube, du hast das Einparken bei Aldi gelernt, mein Freund. So. Glaube, es hackt quer. Hat der einfach mein Auto angerempelt. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich darauf. Warte mal, kann man hier irgendwas aufbrechen? Nee. Was haben wir denn hier noch? Auch nichts. Okay, rauf da. Der Ballon ist bestimmt wieder irgendwo festgemacht. Da kommen wir nicht rauf, ne? Da kommen wir nicht rauf. Aha, guck mal hier. Einfach immer den Leichen folgen. Und schon... Ah, da geht's lang. Oh, das ist ja trickreich. So, da ist nämlich auch die Leiter. Ey, hörst du auf den zu fressen? Der kann ja auch nichts dafür. Leiter hinablassen. So, das hätten wir geschafft. Den Benzintank brauchen wir jetzt nicht. Einfach weiter rauf, komm. Komm. Oh, da ist ein Snipperich, da müssen wir aufpassen. Ist die
Frage, wo können wir... Aha, ja, okay. Vorsicht, Vorsicht. Oh, nochmal Schrott. Genau, im Krähenlager. Sehr gut. Das ist ja richtig trickreich hier. Wow! Und das ist gemein. Sind wir da? Finde und benutze Schalter, Winde, Ballon. Runter zu... Ach, da, okay. Das ist einfach. Da ist die Winde, da ist der Schalter. Jetzt sag mir nicht, dass ich hier wieder runter muss. So, zumindest den Schrott haben wir. So, komm. Wo ist jetzt die Winde? Hier. Das ist doch der Schalter. Nee, das ist der Schalter. Oder? Da. Und? Ja, kommt runter. Ja, ich komm gleich runter. Ich hab jetzt keine Zeit. Er hat einen Konvoi gefunden, hat er gesagt. Aber auch eine ganz ungünstiger Augenblick, jetzt einen Konvoi zu finden. So, komm rauf hier, Max. Da unten ist noch eine Vogelscheuche. Da haben wir ein Lager, so wie ich das sehe. Und irgendwo müsste auch eine Sprungschanze sein. Jetzt schimpft er mich gleich wieder, dass ich nicht alles entdecke hier. Ich gleich schimpfe von euch, passt auf. So, da haben wir eine Vogelscheuche, ein Stankgummlager, ein Lagersniper. Verwandt mit dem Lagerkoller, haha, hoho, da haben wir noch einen Sniper. Na? Eine Todesfahrt. Irgendwer da? Nö. Guck mich einfach mal so ganz grob um. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich die Spähcrew, die uns da einen großen Teil helfen müsste, überhaupt irgendwas zu entdecken. Was, ach, das ist mein Schatten, alles klar. Da haben wir noch eine Vogelscheuche, schwach. Da haben wir, ein 3-Sterne-Top-Dog-Lager. Es wird schon langsam schwieriger. Da freue ich mich. Halt, was war das? Noch eine Vogelscheuche. So, ich glaube, das reicht uns. Da haben wir auch noch was, da haben wir auch noch was. Okay, reicht uns. Runter. Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, die haben wir alle entdeckt. Wunderbar. Runter. Fährt er runter? Ja, doch, doch. Das sieht nur so komisch aus. Komm, runter, abwärts. So. Ich muss sagen, wir werden uns ganz langsam in Richtung des Ödland-Quests bewegen. So ganz langsam. Weil unterwegs ist so viel zu tun. Vorsicht, bricht dir nicht der Haxen. Hui, oh Gott. Ja, ging nochmal gut. Jetzt, ja, hat sich das Bein verknackst. Komm, lauf, hör auf zu simulieren. Ist er what? Ja. Bin ja schon weg. So, den hätten wir. Jetzt würde ich sagen, dahin und dann hier rüber. So machen wir das. Ja, hier lang, das ist gut. Das soll ja irgendwo so eine Sprungschanze sein, oder? Und ich sehe doch da einen. Komm, komm, komm. Den lassen wir nicht einfach da. Oh! Warum sagt mir denn keiner, dass hier so tief runtergeht? Ops! Hoppala, mein schönes Auto. Kolonnenroute entdeckt. Ja, die wollen wir aber gerade nicht. Ich will hier rauf. So, wo soll hier die Sprungschanze sein? Da ist auch noch was, ne? Das ist ein Sniper. Ein kleiner Sniper, der auf mich schießen will. Aber er wird nicht dazu kommen. Weil er vorher runterfällt. So, was hat er gesagt? Egal. So, das war der Sniper.
Und jetzt. Und jetzt. Wo soll die Sprungschanze sein? Ihr seid gute Jungs, ne? Ja, den Fehler meine ich nicht nochmal, euch umzuhauen. Das ist er nicht. Wo ist die Sprungschanze? Was ist das für ein Weg hier? Wollt ihr mich trollen? Muss eine große Sprungschanze sein. Weia. Oh Gott. Ich sehe das schon. Alles klar, da ist er. Okay, diese Sprungschanze ist gleichzeitig ein Erfolg. Den werden wir natürlich machen. Und da werde ich mal, um gleich drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, werde ich euch gleich mal den Kameramodus zeigen. Passt auf. Achtung und... Ja! Ja! Und jetzt guckt euch das mal an. Ich habe gerade mal in den Kameramodus geschaltet. Das ist so cool. Man kann nämlich zwischendurch einfach mal hier ja, das Spiel quasi anhalten. Hoppala. Und dann kann man drücke zweimal Hotkey als Standard, um einen Screenshot zu machen. Zurück. Zurück. So, ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Und jetzt können wir uns hier quasi ganz in Ruhe angucken, was wir hier machen, und guckt euch diesen Sprung an mit dem Nebel. Also das muss so cool kommen, wenn man diesen Kameramodus in großen Explosionen, mit großen Explosionen benutzt. Guckt euch das mal an hier, wie er da langjettet. Und nicht nur, dass man hier frei in der Gegend rumzoomen kann, also quasi so eine Art Bullet Time einschalten kann. Nein, man kann auch hier den Filter ändern. Lass mal gucken, was können wir denn da so machen. Hier, da können wir irgendwelche Schwarz-Weiß oder... Hier, dreckige Bestie, was auch immer das sein mag. Koko da. Das sieht schon mal richtig nett aus. Was können wir noch machen? Vignette können wir einstellen. Das ist so ein Rand drumherum um das Bild. Zeig mal, wie sieht das aus? Aus, an. Ja. Doch nicht. Hier, Rahmen. Rahmen war auch lustig. Achso, hier oben müssen wir draufklicken. Hier mit Spray. Und dann haben wir hier in Rot. Also, guckt euch das mal an. Das geht doch durchaus als Screenshot durch, oder? Würde ich mal sagen. Der Hammer. Vielleicht probiere ich das mal aus, wenn wir eine schöne große Explosion haben. Aber jetzt landen wir erstmal. Da. Aha. So, habe ich jetzt den Erfolg geschafft? Ist mir gerade ein bisschen unklar. Egal, erstmal gehen wir da rein. Da erwartet man mich. I'm going. Wait here. Man erwartet mich. Kommst du runter oder soll ich raufkommen? Ich glaube, er kommt runter. Er tut mir den Gefallen. Ja. Ja, könnt ihr mal alle... Kann mal einer... Bitte sehr. Wow, der hat hier seinen Wutangriff. Den können wir gar nicht gebrauchen. Na, blocken. Wow. Sehr geil. Ich finde den Max so krass. Na, komm her. Und der nächste. Und der übernächste. Und gleich du auch noch hinterher. Komm. Oh, Salto Mortale. Ja, Wollingen. Ey, der hinter mir ist ja wieder aufgestanden. Das geht ja gar nicht. Und. Knack. So. Monsieur, du auch noch mal. Ah. Ah, das erfrischt. Ganz ehrlich, ich spiele derzeit. Max ist so ein Ding, das kann man echt spielen, wenn man einfach mal nach dem Feierabend abbauen will. Wenn man da einfach mal den, wie soll man sagen, die Anspannung des Tages hinter sich lassen will. Dann nimmst du einfach mal Mad Max, da hast du echt Spaß. Und mir kommt echt zugute, dass das quasi, dieses Kampfsystem ist flexsicher. Kampfsystem ist echt flexsicher. Ich habe ja keine Dings verbraucht, brauchen wir gar nicht. Was sollen wir hier finden? Nur zwei Schrott. Dafür kamen aber viele raus da gerade. Dafür, dass hier nur zwei Schrott sind. Benzinkanister brauchen wir nicht. Okay, ich glaube, wir müssen mal oben drauf klettern. Einmal Schrott. Ich glaube, dann sollten wir auch gleich mal wieder... Warte mal, wie viel haben wir? 842. Ich weiß nicht, wie viel das nächste kostet.
Was ist da? Ih. Okay, ich hab's Klo gefunden. I found the Klo. Okay, ich glaube, auf den letzten Schrott pfeifen war. Der muss sicherlich irgendwo sein und ich habe ihn bestimmt übersehen. Und ihr lacht mich bereits aus, aber... Komm. Pft. Pft, sag ich da einfach mal. Oder ist er hier? Oder ist er da? Nee, da ist er nicht. Okay, das hätten wir. Den Hammer hier von ihm brauchen wir nicht. Den können wir leider nicht einpacken. Das wäre cool. So, rein da. Das hätten wir. So, jetzt fahren wir. Was ist das? Ach, das ist dieses Rennen. Wo wollte ich hin? Dahin wollte ich. Das heißt, wir fahren... Oh, hier ist wieder ein Stankgummlager. Mache ich auch gerne. Ach, jetzt findet er hier keinen Weg, weil da nur eine Rampe runtergeht. Okay, alles klar. Okay, wir müssen erstmal über die Rampe wieder. Bevor er wieder eine Wegfindung hinbekommt. Ist jedenfalls meine Theorie. Hui! Jawohl! Oh! Das war, ich würde mal sagen, nicht das Eleganteste. Habe ich die Harpune ausgewählt? Ja, und jetzt haben wir auch wieder einen Wegfinder. Sehr cool. Darf ich hier runter? Soll ich ihn erstmal reparieren lassen? Falls jetzt der Konvoi kommt. Komm, reparier mal ganz kurz, bevor der Konvoi angeschissen kommt. So, wir können ja mal ganz kurz, warte mal, nee, ist noch falsch. Wir können ja mal ganz kurz gucken, haben wir irgendwas Neues? Werkstatt. Nee, glaube nicht, oder? Nee. Komm, fahr weiter, muss reichen. So. Auf was habe ich jetzt den Wegpunkt gesetzt? Ach, auf das Stankgummlager. Die haben mir gefallen, das letzte Stankumlader, das war so schön farbig. Also in lila und in gelb und in rot sind sie rumgelaufen. Hat mir gefallen. Wow, 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 wow. Ach, Mann. Vielleicht finden wir auch den Konvoi, können wir ja mal gucken. Sieht aber gerade nicht so aus. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Er hat gesagt, er hat einen Sniper gesehen. Also heute fahre ich aber auch wie der letzte Mensch. Heute? Immer. This hideout. What can you tell me about him? I don't know. Oh, guck mal, ein Raketenwerfer. Hab ihn, oder? Ja. Oh, wo ist ein Sniper irgendwo? Irgendwo ist ein Sniper. Ich guck mich mal ganz kurz um. Da hat doch irgendeiner auf mich geschossen gerade. Nee. Sollen wir da reinlaufen? Na klar, komm. Komm mal raus hier. Da könnte man oben rauf gehen. Statt durch den Haupteingang zu gehen. Wollen wir das mal machen? Können wir uns auf der Brücke prügeln? Ist bestimmt auch spaßig. Das ist ein Flugzeug. Guckt euch das mal an. Hallo! Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Wo kommst denn du her? Ich würde sagen, guten Sturz. Der stirbt auch nicht wieder auf, ne? Der hat Munition dabei. Holen wir uns später. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Da ist hier. Guck mal, wie wir da. Guck mal hier, der Onkel Warcryer. Ja, ja, ich komme gleich. Hallo, Onkel Warcryer. Au! Verdammt, ich habe keine... Hab keine Munition dafür. Dann muss er halt Warcryen, dann ist das so. Ich mach mal ganz kurz das Ding hier kaputt, ja? Nee, mach ich scheinbar nicht. Kommt ihr rauf hier oder soll ich runterkommen? Ach, Leco Mio. Ja. Komm mal her. Schön bunt seid ihr ja alle. Wenn ich mit euch fertig bin, dann seid ihr noch bunter. Aha. So, er daneben. Jetzt er hier. Zack.
Und der letzte Bat, waren dann nur 3? Scheinbar. Hey, Moment. Ich würde sagen, das juckt ganz böse im Neokortex. So, jetzt zu dir da oben. Wo bist denn du festgemacht? Da. Hier. Da. Der Warcryer schreit nicht mehr, da brauchen wir eine... Was? Komme gleich. Ruhe. Das wäre der Haupteingang gewesen. Ich bin oben rübergekommen, was mir jetzt im Nachhinein irgendwie nichts gebracht hat. Aber. Aber. Wir können es halt. So, wie viel haben wir davon? Eine von 2 Insignien. Haben wir auch noch was? Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Benzinkanister, den brauchen wir für die Explosion. Warte mal. Nee, wollte ich noch gar nicht. Wollte ich noch gar nicht. Egal. Jetzt ist soweit. Komme gleich. Ich wollte erstmal hier reingucken. Komm. Was ist das hier? Wow. Wo kommst du her? Ja, daneben, ne? So. Blau trägt die Sau. Es ist eher lila, aber gut. Oh, was ist das? Ne, das ist ein Arm. Ein Arm wollen wir nicht. Oh, guckt euch das mal an. Wir haben schon 1070. Ich glaube, das nächste, was ich mache, ist... da ist nochmal Schrott. Ist diese Schrottspende in Jeets Festung abgeben. Da konnte man 500 Schrott abgeben und dann... dann wäre irgendwas passiert, glaube ich. Keine Ahnung. Die hätte ich gar nicht sprengen müssen, die Tür fällt mir gerade auf. Oh, ein Relikt. Kann kein Mensch lesen. Für alle Justizler, die hierher kommen sollten, wir werden rausgeschmissen. Die Schweine sind brutal. Treffpunkt lila, sie mögen ihre Beschützerin. Was? Ist bestimmt irgendwas ganz Subtiles aus dem Mad Max-Universum und ich habe es nicht verstanden. Wie so vieles. So. Das nehmen wir mal mit. Vielleicht will uns einer in die Keule laufen. Was haben wir denn hier oben? Ich guck mal hier oben, was hier oben noch so rumliegt. Okay, das ist eine Rutsche. Ich gehe mal stark davon aus, hochrutschen können wir nicht. Insofern. Wo geht's hier noch hin? Nirgendwo. Okay. Dann würde ich sagen, weiter hier lang. Kommt, ich brauche ein Testobjekt für meine Keule. Testobjekt für meine Keule. Hallöchen. Das ist der Flügel von dem Flugzeug. Wie sagte einer so schön, ist auch so ein bisschen wie... Ah, da hinten stehen sie. Wie Waterworld. Ey, nee, nicht ruckeln hier, komm. Zing, zong. Und gleich der nächste. Ey, den. Eieiei, da gab's aber mal ganz schön auf die Haselnuss. Und der nächste. Zack. Oh, ja, ist gut. Ich glaube, er ist tot. Und er auch noch. Und aus. So, hast du noch irgendein Anliegen? Ich glaube nicht. Hättest ihn auch da runterschmeißen können. Hätte er auch machen können. Ja, das ist ein Flugzeug. Da oben liegt das Heck. Rostvogel. Da bin ich ja mal gespannt, wenn es noch mehr Stank-Gummlager gibt. Eine Insignie fehlt mir noch. Bauteile. Was für Bauteile? Wenn es noch mehr Stankumlager gibt. Das erste war ja ein Schiff, das zweite ein Flugzeug. Und mal gucken, was es noch so gibt. Kann man hier... Nee, kann man nicht. Oh, nur noch Stufe 1. Da ist eine Insignie, an die ich nicht rankomme. An die ich doch rankomme. Und hier ist auch das Bauteil. So, was ist es?
Nomadenfarm. 3 von 4. Danke. So, da haben wir nochmal Schrott. Haben wir noch irgendwas, um die Insignie da platt zu machen? Ich sehe da aber keinen Zugang. Also, wisst ihr, was ich meine? Wie komme ich da hin? Da, ich werfe einen Benzinkanister rein. So ist der Deal. Passt auf. Komm. Hoffentlich komme ich so hoch. Warte. Und hui. Jawohl, müsste reichen. Und kaputt. Jawohl, Insignie kaputt. So, was fehlt uns jetzt noch? Bauteile haben wir, nur noch 2 Schrott. Die 2 Schrott sind uns einfach mal Jacke wie Hose, würde ich sagen. So, aber hier ist bestimmt irgendwo diese Seilrutsche. Ihr regt euch ja auch immer darüber auf. Du musst die Seilrutsche hier da. Haha. Du machst das gut, Max. Du bist Naturtalent. So. Das war doch mal lustig. Das Flugzeug hatte was. Ah, das sind wieder meine Jungs. Okay. So, aber ich habe 0 Munition. Sehe ich das richtig? Ja, wo ist denn der Typ runtergefallen? Der hatte hier, da ist er. Mist. Ich will an die Munition ran. Wenn die jetzt doof liegt, komme ich da nicht ran. Ja, komm, das schaffst du. Ja, komm. Und was ist es? 2 Snipergewehrkugeln. Sehr cool. Was ist das hier? Ich glaube, das ist nix. Okay. Weiter geht's. Wir arbeiten uns weiter vor in Richtung Ödland-Mission.